Es geht jetzt um eine wirklich haarige Angelegenheit, denn der junge Mann neben mir, der Max, möchte sich heute endlich mal für seinen Spitznamen revanchieren. Und ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Ja, genau richtig. Ich möchte mich gern für meinen Spitznamen revanchieren. Der da wäre Doof, was auf gut Hochdeutsch heißt Topf. Mhm. Und zwar habe ich den Spitznamen meiner älteren Schwester, der Franziska, zu verdanken, die mir zu Beginn ihrer Friseurlehre, sprich das ist schon circa 12 Jahre her, einen Haarschnitt verpasst hat, der sehr unvorteilhaft war. Aber ganz ehrlich, das war ein Ausrutscher wahrscheinlich. Nein, ich denke nicht, dass das ein Ausrutscher war. Ich muss sagen, ich und meine ältere Schwester, wir liegen nur 1,5 Jahre alterstechnisch auseinander. Und von klein auf haben wir uns gegenseitig Streiche gespielt. Und ich gehe davon aus, das war auch ein Streich. Stopp, Max, das ist natürlich fies. Deshalb hast du auch heute Verstärkung mitgebracht. Deine andere Schwester ist auch hier, die Katharina. Und du hast auch schon eine Idee. Ja, das ist natürlich Ehrensache, dass ich mit dabei bin. Und ja, ich habe schon eine Idee. Ich habe ja meinen eigenen Friseursalon und meine Schwester ist 2 Tage die Woche bei mir, arbeitet da angestellt und wir machen auch öfters Bräute, Frisieren und Make-up. Und ich denke, da könnten wir uns was Schönes überlegen. Du, wenn wir eine Braut vorbeischicken, dann wird es richtig heftig. Bodenmais im Bayerischen Wald. In diesem Hotel hier soll unsere Hochzeit gefeiert werden. Dafür haben wir eine komplette Hochzeitsgesellschaft organisiert. Inklusive Bräutigam, Brauteltern und der kompletten Verwandtschaft. Alle warten auf die Braut und die wartet schon ein Weilchen auf Franziska, die ihr die Haare machen soll, und Katharina, die fürs Make-up zuständig ist. Die beiden sind leider schon ein bisschen spät dran und ein klein bisschen zu schnell unterwegs. Klar, am Steuer sitzt ja auch mein Lockvogel, Katharina. Gut. Hallo. Wolf ist mein Name, Ihre Polizei. Machen Sie bitte den Motor aus. Und dann steigen Sie bitte beide mal aus. Sie wissen, warum wir Sie anhalten? Zu schnell. Führerschein und Fahrzeugschein sehe ich bitte. Oh Gott, Franziska, hilf mir mich selber. Jetzt habe ich meinen Geldbeutel, Franziska, in der anderen Tasche. Jetzt habe ich den Geldbeutel vergessen. Ausgerechnet, wo Sie es so eilig haben. Ja, wie gesagt, Sie sind zu schnell gefahren. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Sie haben keinen Führerschein dabei? Fahrzeugschein auch nicht? Nein, den habe ich auch ausgegraben beim Autoputzen am Wochenende. Und was sagten Sie, wo kommen Sie her? Von Moosbach. Mhm. Und Sie waren nicht auf dem Fest hier in Bodenmais? Ja, ich habe nur in der Früh ein bisschen einmal einen Hugo getrunken, aber mehr war es nicht mehr. Oh, das nächste Problem. Ein Schluck, aber sonst gar nichts mehr. Schauen Sie mich mal an, ein bisschen rote, leicht gerötete Augen haben Sie schon, oder? Franziska ahnt, das kann dauern. Ja. Also mit einem freiwilligen Alkoholtest wären Sie einverstanden, oder? Nein, Alkoholtest mache ich auch nicht jetzt. Haben Sie echt nichts Besseres zum tun? Also ich bin ja jetzt mein Papa und mein Bruder haben auch von der Polizei. Ja, dann sollten Sie es ja wissen. Ja, dann sollten Sie es ja wissen. Dann würde ich Sie bitten, nehmen Sie Ihre persönlichen Sachen mit. Sie begleiten uns jetzt auf die Dienststelle. Ihr wird's langsam peinlich. Das ist doch jetzt ein richtiger Krampf mit einem Alkoholtest. Ja, mag ja sein, wenn das ist ja wirklich wahr. Also wenn das Ihre Familienangehörigen auch so sehen bei Polizeimaßnahmen. Ich sehe das. Ein Affe bin ich. Ja, haben Sie schon richtiger Affe. Haben Sie schon mal was von Beleidigung gehört? Katja, jetzt reicht's aber. Jetzt mag ich nicht mehr. Wo ist denn das Hotel? Und jetzt gibt's eine Lektion Bayerisch für Anfänger. Sie sind echt so erwachsen. Handtasche, Handy. Katja! Jetzt glaube ich, reicht's aber dann. Ja, gut. Ich bin nicht. Ja, also, jetzt, Franziska, schau mal da oben. Ja, und? Das hat mir schon angerufen. Ja, und? Das hilft aber eh. Ich nütze nichts, dass Sie sich jetzt anschreien. Ja. So. Bringt doch gar nichts. Was führst du denn jetzt so auf? Lass mich Mikrofon. Da kannst du jetzt auch nicht sehen. Das wissen wir nicht. Es kommt darauf an, wie schnell wir das sein. Du affierst. Dann mach ich schon schnell. Ja, aber alter Franziska, jetzt. Nein! Das geht vor und jetzt bist du stark. Im Wesentlichen sagt sie eigentlich nur, halt endlich die Klappe. Jetzt bin ich stark! Kriegst du Furzen auch noch? Furzen, niederbayerisch für Ohrfeige. Hatti, jetzt ja, Alter, du machst halt das Wochenende. Ja, ich fahr doch jetzt halt mit. Ich fahr doch jetzt halt nichts. Ich fahr doch jetzt halt mit. Wenn du keinen Ausweis dabei hast, dann machst du mit. Ja. Die Geschwisterliebe geht ihrem Höhepunkt entgegen. Ja, weil lang brauche ich noch da jetzt bei das mit der da? Ja, das kommt drauf, weil sie du blöd auf. Also. Du hast ja gar nicht mehr. Da hinten rechts geht's hoch. Danke. Also, schau. So, und Sie kommen mit. Einmal Franziska, hin. Ich ruf die OEG an. Franziska muss wohl oder übel den ganzen Weg vom Ortseingang bis zum Hotel zu Fuß machen. Allein. Mit der kompletten Ausrüstung und in aller Eile. Denn da wartet nicht nur eine aufgeregte Trauzeugin. Oh, sag, Franziska, was ist denn jetzt los? Was ist denn passiert? Geläusert, geblitzt, kein Ausweis dabei. Und jetzt?
Jetzt machst du das oder was? Weißt du, wie die Susanne da unten sitzt? Die ist sowas von scheiße nervös. Das glaube ich. Nein, nein. Mit fast einer Stunde Verspätung ist sie also endlich da. Hallo. Hallo. Kann ich das mitbekommen? Was? Jetzt ist die Geschichte. Was war's für ein... Wir haben es gelasert, zu schnell. Und hat keinen Ausweis dabei. Nee. Die kommt noch. Oh, scheiße, echt? Bist du sicher, dass sie noch kommt? Ja. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, ich bin nicht mehr ganz so entspannt, weil das ich warte jetzt hier schon eine halbe Stunde irgendwie, mindestens. Aber schau, na. Franzi, die legt jetzt los. Ja, aber wir wollen eigentlich gesagt, wir fangen mit dem Schminken an. Ja, aber das ist auch kein Problem nicht. Auch kein Problem. Bitte nicht untertun. Fürs Schminken ist eigentlich Katharina zuständig. Franziska kann nur Haare. Aber gibt's da irgendeinen Notfallplan oder irgendwas? Weil erstens kommt's wieder. Und zwei, aber ich meine, du kannst das sonst auch. Ich kann auch schminken, kein Problem. Also ich bin ja nicht so, was ich nicht kann. Ja, irgendwie, weil... Aber perfekt, sag ich mal. Aber das kriege ich auch hin. Also so. Nein, heute kriegst du das nicht hin, Franziska. Tut mir wirklich leid. Oh, Katharina ruft an. Ja? Ach, Franziska. Was denn? Die offen wirklich wo, jetzt ist da keiner zu Blut in der Arme nicht da. Jetzt, fang du bitte schon mit der Schminke an. Fang bitte an. Ja, du fangst mit der Schminke an und weil gesagt, nimm die Brauntöne, die wir da gesagt haben. Tschüss, ich weiß schon, wir haben ihn geschmeißt. Ciao. Ciao. Was hat sie jetzt gesagt, deine Schwester? Ja, irgendwas. Du sollst anfangen, aber wann kommt die wieder? Hat nichts gesagt. Hat nichts gesagt? Ne? Ja, aber glaubst du, sie kommt dann irgendwie noch in der nächsten halben Stunde, Stunde? Ich hoffe. Ja, weil sonst haben wir echt ein Problem. Na, ich fang an mit... ja, auf jeden Fall. Mir wäre es ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, so macht man das. Also ich weiß, dass man es so macht. Und weil man es so macht, wird erstmal geschminkt. Ende. Aber unsere Braut nörgelt und nörgelt. Ist nicht ein bisschen hell? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sehe aus... Guck mal, neben dir sehe ich aus wie ein... Wie ein Geist. Ja. Hast du das schon öfter gemacht? Ich hab schon geschminkt. Ja, das schon. Aber da kommt jetzt noch was raus, oder? Wir können noch dunkler gehen? Franziska gibt sich wirklich alle Mühe, Katharina zu ersetzen. Sie ruft nochmal an. Ja, warte, ich mach mal auf laut. Sag mal, kannst du mir sonst mal geben? Weil ich will echt mit dir... Ich will das jetzt hier irgendwie... Ja, ich erwisch bloß Franziska die ganze Zeit nicht, weil die nicht an ihr Telefon geht. Weil läuft's denn? Was macht's denn jetzt gerade? Ja, aber bei Make-up. Was seid denn ihr für ein Duo? Bei Haut sie? Auf Deutsch, klappt alles? Was haben wir da für ein Duett hier gebucht? Eines bei der Polizei, die andere kann nicht schminken. Ich weiß auch nicht. Du... Soll ich die Frisur machen? Nee, mach zuerst das fertig. Ja, mach. Und dann schauen wir, wie viel Zeit zum Schluss noch ist. Ja. Machen wir es bitte so. Nee, nicht die Frisur. Ich will auf jeden Fall als erstes Make-up machen. Runter. Ich weiß ja, wie das ist. Ich habe auch mal geheiratet. Aber du siehst schön aus. Ja, super. Wirklich? So. Doch. Ihr seid ja noch nicht fertig. Vor allem, guck, du siehst, die ganzen Falten werden viel stärker. Meine Augen hängen rund. Die sehen mega scheiße aus. Quatsch. Na, wirklich nicht. Haben Sie ganz gut gemacht bis jetzt. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie nur rumzicken, aber mir ist halt einfach auch wichtig. Das ist für mich mein wichtigster Tag in meinem Leben. Ich verstehe das und mir tut es einfach voll leid, aber das ist noch nie passiert. Na, dann mach einfach mal weiter. Oh. Jetzt fangen wir an mit den Haaren und dann gehen wir nochmal übers Make-up. Ach, die Haare. Endlich auf sicherem Terrain. Naja, abwarten. Was ist los? Susanne? Bist du denn sauber, oder? Ah, voll ins Auge! Scheiße! Ich muss raus, wir müssen in die Wasserbeite. Was hast du denn? Volles Wasser mitnehmen! Oh. Susanne, ist es? Ich komme. Wartest du hier? Oh, das ist der Super-GAU. Was Franziska nicht sieht, wir haben noch eine zweite Braut draußen stehen. Zwei hysterische Bräute. Zwillinge. Oh mein! Gib mir mehr Wasser! Wir müssen irgendwas machen. Setz
setz dich mal hin, entspann dich erstmal. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir machen das. Setz dich bitte hin. So, Luft holen. Und das kriegen wir alles wieder hin, okay? Pass auf. Kann ich irgendwie mit dem Schlüssel ist so verarscht. Nein. Aber ich muss jetzt gar nicht. Wir können die jetzt gleich ein bisschen kochen, aber nicht mit bisschen nachspülen. Bitte lass uns doch irgendwas. Wir müssen einen Plan haben. Hol einen Föhn raus, mach die Haare irgendwas raus. Hallo? Ich hätte draufgefunden, wie der auf der Suche noch ein Gesetzer ist. Ja! Heirat jetzt doch einfach am Samstagabend, weil verstehen Sie das?